In der Pokémon X Nuzlocke Challenge starten wir uns heute auf Route 6 erstmal den nächsten Encounter. Ich bin schon echt gespannt, was es hier zu holen gibt. Und danach können wir sicherlich noch den ein oder anderen Trainerkampf hier in dem Gebiet kämpfen. Und dann gibt es auch noch ein Relaxo, was wir mit der Pokerflöte aufwecken müssen, um weiter voranzukommen. Was ist hier? Hier leuchtet irgendwas. Ist das ein Trainer? Oder erstmal ein wildes Pokémon? Das ist jetzt erstmal der Encounter hier, den wir bekommen. Und das ist ein Psiau. Okay, na gut. Damit müssen wir Vorlieb nehmen. Ist auf jeden Fall okay. Den Typen haben wir noch nicht vertreten. Und den versuchen wir jetzt erstmal einzufangen. Und da ruckzuck geben wir erstmal ein bisschen Schaden, wo wir rausballern. Das ist okay, das ist okay. Ich denke, wir bringen es in den gelben bis roten Bereich. Und dann werfen wir einen Ball. Und wir müssen auch aufpassen, dass unser Schlappohr nicht down geht. Denn das wäre ein bisschen ärgerlich. Okay, mehr ruckzuck geben können wir jetzt nicht. Sonst geht Psiau down. Unser Encounter für Route 6 wäre ärgerlich. Wir nehmen es trotzdem mit. Wer weiß, vielleicht können wir es noch gebrauchen. Ich denke schon. Wir haben auf jeden Fall Normal-Pokémon haben wir am Start. Eneko als Normal-Pokémon und Schlappo. Und es will schon mal nicht im Ball bleiben. Ja? Da ist das ja schon mal eine willkommene Abwechslung. Und was war denn das jetzt hier? Wir haben nicht mehr viele KP übrig. Schicken wir mal Amphizel rein. Ein frisches Pokémon. Das sollte hier für möglich ein bisschen was aushalten können. Wir wollen halt nicht, dass ein Pokémon down geht. Konfusion war das wahrscheinlich vorhin, ja. Psycho-Moves könnten unser Team durchaus verstärken. Vor allem dann noch, na gut, in der Kampfarena, die dann irgendwann kommt, haben wir auch Flug-Pokémon, die da bestens gewappnet sind. Aber wer weiß, für was das Psy auch noch so gut ist. Erstmal müssen wir es sowieso einfangen. Und da war jetzt einmal, zweimal und dreimal und. Jawohl, wir haben es eingefangen. Wunderbar. Ist doch noch so eine Katze hier, oder? Eneko ist auch schon so ein Kätzchen-Pokémon. Und das sieht ja auch so ähnlich aus. Psiau. Klingt wie Miau. So, ein reines Psycho-Pokémon. Damit die starken Psychokräfte dieses Pokémon nicht unkontrolliert nach außen dringen, ist das Organ, das diese freisetzt, von seinen Ohren bedeckt. Wunderbar, wunderbar. Natürlich geben wir auch eben auch einen Spitznamen. Der ist ja ganz einfallslos Psycho, ja? Das passt natürlich zu dem Psycho-Pokémon. Hier ist ein reiner Psycho. Der wird erstmal auf die Box gepackt. Auf die Box 2 ist er auf der Box 2 gelandet, wo die Todesbox ist, aber ja gut. Manche Pokémon verstecken sich im Gras, das höher ist, als ich groß bin. Oh, ein Pokémon-Kampf, ja, ein Trainerkampf. Okay, gegen Backpacker Tibor. Ein Pokémon, ein Dartiri und wir haben ein ziemlich angehittetes Schlappohr an Stelle Nummer 1. Okay. Was für Level 14 schon? Okay, und das ist, denke ich mal, definitiv schneller. Ist noch ein Dartiri, ist ein normal Flug-Pokémon. Ja, haben wir jetzt erstmal gar nichts gegen. Aber mit der Minka, die ist erst auf der 17. Die könnte am ehesten mal noch ein Level-Up vertragen. Schicken wir die mal rein. Und hier habe ich nochmal nachgeschaut, die entwickelt sich dann tatsächlich mit einem Mondstein erst. Aber auf irgendwann Level 40, Level 49 kommt erst der letzte Move Knuddler dazu. Und das ist schon echt lang, ja. Da müssten wir echt lang mit Eneko kämpfen, ne? Das ist schon echt eine Herausforderung, weil das wird dann gegen, wenn die gegnerischen Pokémon auch entwickelt sind, wird es dann, denke ich, schon schwieriger, ne? Aber bisher geht es, bisher geht es. Ja, Duplex sieht nur zweimal getroffen. Läuft bei dir, ne? So, wir outspeeden. Wunderbar. Duplexieb. Wunderbar. Komm, triff mal ein bisschen mehr. Dreimal schon und noch ein viertes Mal. Nein, nein, nein. Gönnt nicht. Sie gönnt nicht hier. Dartiri geht auf Agilität. Ich denke, wir bekommen es ja des Öfteren da mit Dartiri und seinen weiteren Entwicklungen zu tun. Könnte durchaus nervig werden, ja. Aber jetzt ist es erstmal okay, Dartiri. Solange kein Rückenwind am Start ist, ist das erstmal okay. Müsste dann irgendwann viel später dazukommen. Unser Dartignis hat es auch noch nicht erlernt. Bin gespannt, wann das dazu kommt. Erstmal haben wir hier Tibor besiegt im hohen Gras. Weiß nicht, ob wir noch die anderen Pokémon sehen wollen, die es hier gibt. Oder ob wir dann einen Schutz anwerfen. Ja, wir schauen uns jetzt mal das eine Pokémon noch an. Und dann würde ich einen Schutz... Aha, Myrapla hat es ja gegeben. Aber gut, wir haben schon Pflanzen-Pokémon. Gift wäre auch nice gewesen. Aber ist schon gut. Ja, vielleicht schauen wir uns noch ein drittes Pokémon an, was es hier sonst noch so gibt. So, wir könnten natürlich auch auf dem Weg bleiben. Waren wir hier? Bei ihm waren wir gerade, ne? Genau, von hier sind wir gekommen. Hier haben wir noch ein Item, wunderbar. Ein Gegengift. Sehr schön, sehr schön. Nehmen wir natürlich mit. So, okay, hier müssten wir wieder ins Gras rein. Natürlich kommt noch ein drittes Pokémon, dann schauen wir das mal noch an.
Und das ist ein Ninkara, hätte es hier auch noch gegeben. Ja gut, ne? Kann man schon mit Xiao ganz zufrieden mit sein. Ne? Also, da kann ich mich jetzt nicht beschweren. So, und jetzt schauen wir mal weiter, ob wir hier noch weitere Trainer entdecken, ohne dass wir ständig ins hohe Gras laufen müssen. Okay, wir sind einfach mal runtergesprungen. Okay. Kein Zurück mehr. Und dort ist noch ein Trainer versteckt. Du hast keine Chance gegen mich. Die Macht der Liebe ist auf meiner Seite. Na, das klingt ja gut. Willst du hier... Tourist Sydney, will er sie es... irgendwas Liebesmäßiges einsetzen? Charme oder Anziehung oder so? Aber glaube ich nicht. Bei dem Pokémon hier. Vollbeat. Ah, warte mal. Nee, wir haben nur noch 15 KP. Wir müssen hier wieder raus. Ja. Gehen wir wieder auf die Minka. Ja, die hat nur 31 KP. Sollte, denke ich, drin sein, hier das Pokémon noch down zu bekommen. Es wäre wahrscheinlich schlauer gewesen, gleich auf Dartignis zu wechseln, was mit Feuer und mit Flug sehr effektiv wäre. Aber Eneko könnte es eher gebrauchen, ein Level abzubekommen. Ja, es muss stärker werden. Nein, nicht eine Verwirrung. Das ist auch gottlos hier. Aber gut, ja, schauen wir mal. Kommst du durch? Durch die Verwirrung? Ja, wunderbar. Duplexi, da macht er gar keinen Schaden hier. Dreimal. Das ist dann halbwegs annehmbar. Dreimal wenigstens getroffen. Aber ist ehrlich gesagt nicht die Welt. Dann gehen wir doch lieber auf der Artignis. Ja, Firebird. Sollte ja den Rest machen. Das sollte auch wunderbar passen. Sollte guten Schaden machen. Hier ist ganz schön windig, du, ja. Wird man gleich direkt krank. So, Flammkörper wirkt. Oh, schöne Verbrennung hier. Gönn dir. Wunderbar. Und jetzt machen wir noch eine Glut hinterher und dann hätten wir es doch schon, oder? Wir sind sowieso 4 Level stärker. Nicht! Okay, das überlebt nochmal. Aber die Verbrennung kickt jetzt nochmal rein und dann geht das Ding auch down. Sollte zumindest. Noch nicht! Immer noch nicht. Okay. Naja gut, dann machen wir halt nochmal Glut und dann wehrt die Attacke ab. Okay, doppelt ihn weiter. Zum Glück hat der Flammkörper bereits gewirkt. Es ist schon verbrannt und ist jetzt auch down. Wunderbar. Du hast nochmal ein sehr schönes Training. Da kann man nur hoffen, dass die gegnerischen Trainer, die gegnerischen Pokémon dann noch viel stärker werden als bisher. Auf der folgenden Route 7, die dann kommt. Die Minka will jetzt was? Imitator, okay. Der Imitator. Anwender imitiert gerade verwendete Attacke. Diese schlägt fehl, falls zuvor keine Attacke verwendet wurde. Tackle, Duplexieb an. Ja, nee. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt, ne? Brauchen wir nicht. Wir behalten alle bekannten Attacken, jawohl. Bin ich ganz zufrieden mit Schlappohr. Jetzt auf die 16 gebracht. Wunderbar. Amphizel auf die 19. Tauboga auf die 20. Gönnt hier. Sydney gönnt hier gerade richtig. 1800. Oh, selbst Kohle. Selbst Kohle ist hier gerade richtig krass am Start. Und sie natürlich auch noch. Natürlich muss ich dann durchs hohe Gras gehen, um weiter voranzukommen. Ich will alles sehen, was die Kalos-Region zu bieten hat. Auch dein Pokémon-Team. Alles klar, ich zeig's dir doch mit Vergnügen. Touristin Layla, ein Pokémon, ein Illumisia. Vollbeat haben wir vorhin schon gesehen, jetzt das Gegenstück dazu. Wahrscheinlich auch auf Level 14 hier. Jawohl, Level 14. Ja, wir können immer noch nicht mit Schlappohr kämpfen. Skoppel ist noch nicht geheilt. Illumis, ja, nein, ich weiß nicht, kann das Ding, hat das schon einen Käfer-Move? Wir gehen auf Firebird, ja, wir gehen auf Nummer sicher, bevor sonst was passiert. Wir wollen keine Pokémon verlieren, wir müssen ein bisschen sicher spielen, damit wir die Nuzlocke hier gut überstehen. So, jetzt wird erstmal der Fluchtwert stark gesenkt, das ist aber okay. Wir wollen im Kampf bleiben und voll auf die 12 hauen. Schnabel macht schon mal guten Schaden. Das Ding geht nochmal auf einen zweiten Lockduft, aber das bringt jetzt auch nicht wirklich. Denn wenn jetzt nochmal der Schnabel kommt, dann ist Illumis down. Wir haben es geschafft, wunderbar. Könnte aber auch gute Erfahrung geben nochmal. 402, das gönnt ordentlich, das gönnt ordentlich. Veggie auf die 18 gebracht. Und dann haben wir Layla besiegt, die Touristin hier. Dann schreiten wir weiter voran. Da gibt es ja nochmal genauso ein Feld auf der anderen Seite. Okay, wir müssen hier runterspringen. War hier oben noch irgendwas? Ja, hier so ein Item, alles klar, war doch so klar. Dann holen wir uns das mal noch schnell und ein wildes Pokémon. Ein Visor. Also bisher kann ich mich über Psyau echt nicht beschweren, ne? Das denke ich bisher der beste Fang aus der ganzen Route, weil das ist echt ein cooler Encounter. Alter, gleich mal direkt noch ein Pokémon. Was ist denn das jetzt hier? Noch ein Myrapla, hatten wir aber vorhin schon gesehen. Ja, da machen wir dann wirklich...
spätestens in dem anderen Feld einen Schutz an. Ja, dann, ich denke, das sind ja dann keine anderen Pokémon. Ist ja genauso Route 6 X-Tempo. Oder vielleicht hier schon, wobei Schutz hält halt nur 50 Schritte lang. Weiß ich nicht, ob sich das jetzt hier lohnt, aber da könnten wir nochmal in Ruhe alles durchschauen. Wir haben noch 4 Schutz, setzen wir mal ein. So, gab es hier noch irgendwas? Nein, nein, nein. Von hier sind wir gekommen, alles klar, geht's weiter runter wieder. Mit ihr hatten wir, springen wir hier runter. Hier auch nochmal, eine Attacke. Können wir hier ran? Dann müssen wir von hier oben erst ran. Und dann sind wir auch schon fast da. Den Giftschock haben wir hier, nehmen wir natürlich gern mit. Wer weiß, wann wir den noch gebrauchen können. Dann nochmal querfeld ein. Ach, hier können wir gar nicht runter. Wir müssen hier wieder vorne lang. Ja, setz nochmal ein. Komm, renn hier nochmal durchs Gras. Okay. Ah, hier nochmal ein Eiter. Das ist recht, ist wirklich richtig groß hier. Vor allem richtig hohes Gras. Ein paar Items sind hier natürlich auch am Start. Oh, hier, noch ein Trainer versteckt. Nimm dich in Acht, ich werde dich besiegen. Mein erster Schritt auf dem Weg zum Supertrainer. Oh, da bin ich ja gespannt. Das ist hier der Teenager Achim. 2 Pokémon, ein Klibunkel hat er hier. Wo hat er denn das her? Das wäre auch ein cooles Pokémon gewesen. Weiß nicht, ob es das hier auf der Route gibt oder woher er das hat. Die Vorahnung. Ja, Schlappohr ist immer noch nicht einsatzbereit. Und gegen... Jetzt wäre Psiau richtig geil. Sonst wäre noch Boden. Schlappohr hat Boden drauf, aber es ist halt... gegen Level 11. Ja. Und es hat noch kein Step-Move. Die Weiterentwicklung. Schlappohr entwickelt sich nochmal weiter, habe ich nachgeschaut, zu Grabbit. Das hat dann den Typ Boden, dann haben wir einen Step drauf. Aber jetzt, mit 70 KP, ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu heiß. Gehen wir auf Level 18 Minka. Probieren wir es. Probieren wir es, ja. Also wir müssen dann echt mal, ich muss dann echt mal heilen gehen, ja. Damit wir mit Skoppel auch weiter trainieren können. Auf Level 20 sollte sich der Dude entwickeln. Dann ist er, denke ich, deutlich stärker. Jetzt machen wir erstmal Duplex-Hieb. Ja, oh ja, der ist okay. Der kann sich sehen lassen. Wunderbar, wunderbar. Dreimal getroffen. Und noch ein viertes Mal. Jawohl, Klibunkel gleich direkt down. Aber der Trainer hat noch ein Pokémon. 141 für beide. Und was hat er jetzt rein? Ambibo. Okay, ja, das ist natürlich was ganz anderes. Das könnte richtig schöne Erfahrung geben. Mal schauen, wie oft wir gleich treffen. Dreimal schon, das sieht richtig gut aus. Viermal und noch ein fünftes Mal. Nein, schade. Oh, Energiefokus. Wie viel haben wir? 33 KP, Alter. Wenn du mir jetzt einen Volltreffer gönnst, ich sag's dir. Ja gut, wir sind schneller. Zweimal Duplex, also hier der normale Duplex-Hieb reicht dir schon. Mit der Mindestanzahl an Treffern haben wir es geklärt. Bibo ist down. Level 19 für die Minka einwandfrei. Jawohl, und die Stats steigen absolut gar nicht. Plus 1 kannst du echt stecken lassen. Firebird auch auf die 20 gezogen. Schlappohr auf 17 gebracht. Und damit ist Teenager Achim auch schon besiegt. Und da können wir weiter voranschreiten. Vielleicht gibt es hier noch was. Ist der Schutz noch aktiv? Ich hoffe es doch. Man sieht die hier. Man sieht die aber auch die Trainer nicht, ne? Also, aber ich denke, nein, wir setzen... Warte mal. Oh, natürlich. Schutz alle, einmal im Gras getreten. Ne? Und schon wieder geht mir Myrapla auf den Geist. Ja gut, und dann schauen wir uns noch die andere Seite des Feldes an. Die linke Seite, da sind, denke ich mal, noch genauso viele Trainer. Aber vielleicht gehen wir vorher noch heilen. Ja, das sollte nicht allzu weit weg sein. Die Rivière-Promenade, ja genau, hier ist doch gleich Vanitea. Das Pokémon Center war doch hier unten auch irgendwo. Genau, genau. Da gehen wir jetzt mal schnell rein. Einmal bei Schwester Joy hochheilen. Und dann möchten wir gleich mal noch Ordnung auf der Box schaffen. Dass das Psiao auf die Box 1 kommt. Nicht, dass wir denken, dass das schon gestorben wäre. Nicht, dass es in Vergessenheit gerät. So, wunderbar, wunderbar. Gehen wir gleich nochmal an den PC. Schmeiß ihn mal an. Pokémon bewegen wollen wir natürlich. Ja, Grillmark natürlich. Das einzige Pokémon, was bisher gestorben ist, aus... Ja, war echt eine dumme Situation. Da hätte man definitiv vermeiden können. Aber man lernt halt aus seinen Fehlern. Und wir können es halt nur besser machen. Ja? Und das werden wir auch tun. Jetzt geht es erstmal weiter. Richtung Route 6 nochmal die andere Seite anschauen. Ein bisschen Schutz haben wir noch im Gepäck drin.
Das heißt, wir sollten dann entspannt noch durchs hohe Gras gehen können. Ich gehe mal davon aus, dass es auch auf der anderen Seite eine Einbahnstraße ist. Dass wir da auch irgendwo die Klippen, die kleinen Erhöhungen runterspringen. Werden wir aber sehen, ne? So, nehmen wir den Weg hier rein. Und danach geht's zum Relaxo, um das aufzuwecken. Und hier wartet gleich ein Dude. Ein Doppelkampf gleich. Oh! Hihi, ich sehe und spüre ganz deutlich, wie sehr du Pokémon liebst. Ah, lass uns einen tollen Kampf hinlegen, um unsere Liebe zu dem Pokémon weiter zu vertiefen. Ist das ein Pärchen? Ja, glaube, oder? Pokéfan-Pärchen Jean und Tia. Käufer und Käufer. Okay. Ja, zwei Hunde hier. Ah, in verschiedenen Formen gibt es die hier. Wunderbar. Was für Level? Level 14. Okay. Ja, was ist das für ein Typ? Boah, keine Ahnung, was die für ein Typ haben. Ich denke, Duplexieb ist hier recht probat. Und hier Aquawelle machen wir. Hier, wir machen erstmal eins kaputt, ne? So, erstmal schöne Aquawelle drauf. Macht schon mal. Ja, ist solide. Und eine Verwirrung gleich direkt gegönnt. Das ist sehr schön. Rotenschlag. Das ist eklig. Das ist eklig. Death Drop hier. Auf beide Pokémon geht das auch noch. Kopfnuss der andere. Das ist Team. Holy shit, Mann. Das ist echt kranker Schaden gewesen. Schlappohr muss schon wieder raus. Dreimal getroffen. Viermal getroffen. Ja, immerhin macht er was. Fünfmal war das schon. Okay. Alter, Death Drop. Junge. Ich weiß nicht, was die für einen Typ haben, die Käufwaffs. Wir hatten zwar schon mal eins gesehen, aber damit habe ich mich nicht wirklich beschäftigt. Kopfnuss, ja. Ist ja, glaube ich, physisch, ne? Firebird, Verteidigung 25. Klingt erstmal ganz probat. Ja, schicken wir Firebird mal rein. Probieren wir es damit. Und du greifst. Ruckzuckhieb sollte eigentlich reichen, oder? So, genau. Du kommst zurück. Wunderbar. Schicken wir Firebird rein. Boah, die setzen aber einen super Tag ein, die Schlaubis hier. Ey, Mann. Oder, Ruckzuckhieb hätte nicht mal gereicht. Alter, die kämpfen aber, ist ganz schön ausgekocht hier, die beiden, ne? Muss ich ehrlich sagen. Richtig ausgekocht, ja. Mit minus 1 in der Verteidigung sieht es halt echt ein bisschen bescheiden aus. Müssen wir hier auch nochmal auswechseln. Wir wollen hier kein Pokémon verlieren. Das ist ja echt eine Herausforderung, die beiden hier gerade. Schnabel, zumal ich nicht weiß, was die für einen Typen haben. Ja, Kopfnuss okay, das halten wir aus. Du auch nochmal eine Kopfnuss. So, Tauboga muss schon ein bisschen mehr. Ja, war ein Volltreffer. Ich wollte schon sagen. Muss ein bisschen mehr schlucken, aber es ist ja okay so. Haben die unterschiedliche Typen durch die Formen, glaube ich, bald nicht, oder? Schnabeln wir mal weiter. Windstoß können wir hier auch nochmal machen. Wir greifen nach wie vor auf ein Pokémon an. Wir möchten erstmal eins wegkommen hier. So, ja, ist okay, aber die überleben ganz schön, Junge. Die halten echt ganz schön aus. Heuler, auch noch schön Angriffsdrop hier mitnehmen. Er geht weiterhin auf eine Kopfnuss. Jetzt, die gehen auf das schwächste Glied hier, aber wir sollten das eine Pokémon jetzt down bekommen und Tauboga sollte dadurch nochmal aushalten können. Dadurch er nur noch einmal einstecken muss. Jetzt der Windstoß, der reicht für das eine. Also einmal einstecken kann Tauboga definitiv noch. Gehe ich fest von aus. Es gibt erstmal echt ordentlich Erfahrungspunkte. Level 21, der stärkste Dude im ganzen Team hier. Wunderbar, Verteidigung steigt auch nochmal. Könnte hilfreich sein. Junge, Junge, jetzt geht's aber los hier. Level 20, Rauchwolke. Glaube ich bald nicht. Rauchwolke, nicht wirklich, ne? Nein, lassen wir alles so. Ist alles okay, wie es ist? Nein, ich will es nicht vergessen, Mann. Bekannte Attacken behalten, bitte. So, jetzt wird ein Schuh draus. So, er geht weiter auf Kopfnuss hier. Aber auf Firebird diesmal, okay. Das gönnt richtig. Flammenkörper wirkt. Halber physisch. Jo, also jetzt brauchen wir erstmal keine. Brauchen wir erstmal keine Sorgen mehr haben hier. Halber physischer Schaden. Kopfnuss ist ja meiner Meinung nach physisch, also können wir hier safe drinnen bleiben, oder? Schnabeln wir. Und Windstoßen wir, jawohl. Volltreffer. Jawohl. Kopfnuss macht viel weniger Schaden jetzt. Auf jeden Fall. Das war schon ein Voll... Alter, Critical Hits ohne Ende. Okay.
So, nochmal drauf angreifen. Wir sind schneller als das Kreuzfach und dann hätten wir es geklärt, ne? Schnabel schön drauf und dann auch noch einen Windstoß und dann hätten wir es halt. Aber die waren echt ein straffes Duo hier auf der Route, muss man echt sagen. Zum Glück war ich heil, ne? So, Firebird auf die 21 gezogen, wunderbar. Enid plus 2, das kann man immer gut gebrauchen. Schlappo auf 18, jawohl, jawohl, sehr schön. Lehmschuss will er erlernen, okay. Lehmschuss ist schon mal deutlich besser. 55er Stärke, Angriff und Leben, der den Initiativewert des Zieles senkt. Ja, für die Lehmschelle auf jeden Fall, ne? Ist deutlich stärker. Sehr schön, dann fehlt nur noch der Bodentyp. Dann sind wir hier safe unterwegs. Haben wir ein ordentliches Boden-Pokémon am Start. So, haben wir die beiden auch besiegt. 2200. Ja, die waren echt knackig. Wie weit sind wir? Schon 21 Minuten und wir sind noch nicht bei Relaxo angekommen. Okay. Aber wir sind schon echt angefressen, oder? Warte mal, wir machen mal einen Schutz an, damit wir hier auch mal durchs hohe Gras streifen können. Wo ist der hier? Ja, ja, wir sind schon drauf. Okay, nur noch einmal dann. Gut, kommen wir hier auch hoch? Okay, und hier oben ist nochmal ein Item. Superschutz, den können wir natürlich gebrauchen. Können wir dann gleich mit verwenden. Das heißt, wir können dann auch Superschutz einkaufen im Laden. So, Aufwecker gibt es hier auch noch. Ich will ja jetzt auch nicht wirklich ein Trainer-Duo verpassen, aber ich denke, das war's hier oben. Erstmal können wir weiter runter auf die nächste Ebene. Schönes Bäumchen. Hier liegt auch noch was. Eine Gaufebeere können wir auch noch anpflanzen. Wir sind ja jetzt auch Gärtner. Ja, aber an die Beeren kommen wir nicht ran. Ich weiß nicht, ob man da irgendwann später an die Beeren rankommt. So, hier sind wir wieder ganz oben. Ne? Okay. So, also bisher zeigt sich noch kein weiterer. Ah, hier, der Timmy. Komm mal her, Junge. Und los, was könnte schöner sein, als bei Wind in Shorts durch die Gegend zu laufen? Ja, die Kinder haben immer Spaß, ja? Die interessiert das nicht, ob es regnet, ob es schneit. Toxiped schicken sie als erstes mal in den Kampf hinein. Alter, das leckt aber auch manchmal heftig. Ich weiß nicht, woran das hier liegt. Keine Ahnung, ekelhaft. So, hier, yeah. Ja, immer noch 15 KP, leckt mich doch. Ah, ich war doch heil, jetzt ist er genauso geschwächt. Wir könnten hier so schön angreifen, ne? Ah, das ist aber echt immer so heiß, du. Schicken wir die Minka rein. Die wird das schon machen. Ist echt schade, du. Wir können mit Skoppel noch nicht angreifen. Der muss wieder geheilt werden. Kreideschrei. Gut, wir hätten es wagen können, aber es hätte wahrscheinlich noch nicht gereicht. Wäre kein One-Shot geworden. Ja, Duplex 7 wir. So, mal schauen, wie viel Schaden. Ja, ist okay. Ist auch ein krasser Levelunterschied hier, ne? Ja, Minimalist wieder. Giftstachel, bitte keine Vergiftung. Ja, sehr schön, sehr schön. Weiterhin Duplex 7. Vielleicht hier jetzt dreimal und dann hätten wir es. Jawohl, sehr schön, sehr schön. Haben wir das auch geklärt? Wunderbar, wunderbar. Oh, gibt auch Level 20 für Eneko. Wunderbar. Ja, immer noch. Das ist echt witzlos hier. Alles plus 1 außer die KP. Ja, da geht es mal ein bisschen weiter nach oben. So. Was? Jetzt Zurukex? Okay. Ja, da gehen wir lieber raus. Ich weiß ja nicht, ob der einen Kampfmove drauf haben kann. Gehen wir auf den Firebird. Der hat ein bisschen mehr KP als Tauboga. Mal schauen, was das Viech hier drauf hat. Finte, Unlicht. Ja, okay. Das wird knapp, du. Ja, die KP. Schnabeln wir hier. Vielleicht reicht es ja gleich. Wir sind recht stark. Ja, reicht für Zurukex. Wunderbar. Eine Finte hat er drauf gehabt. Okay. So, der Thorsten ist besiegt. Wunderbar. Schauen wir uns mal die restliche Route hier an. Viel ja, Schutz-Item glücklich nicht. Wir haben noch einen Superschutz, den setzen wir mal noch ein. Und dann müssten wir auch schon wieder einkaufen gehen. Die nächsten Schutz einkaufen. Für den Fall, dass wir die dann noch irgendwo gebrauchen können. Aber also mit dem Xiao kann man wirklich total zufrieden sein, was wir hier bekommen haben. Ne? Der war auch total groß hier, ne? Ah, hier ist auch noch jemand. Ich bin aus der weit entfernten Einer-Region angereist, um den Magnum Opus-Palast zu sehen. Ja. Scheint tatsächlich hier eine Verbindung zu geben zwischen Einal und Carlos.
Wenn man hier einen Alt-Trainer begegnet, einen Skorpel hatte ich auch. Schöne Sache. Aber auch hier gehen wir lieber wieder raus in die Pool. Die Pokémon sind echt schon stark angefressen. Gehen wir mal auf Amphizel, ja. Das sollte das hinbekommen. Ist zwar auch nicht mehr ganz full life, aber ich bin da guter Dinge. Lehmschelle, Boden. Ja, kannst du vergessen. Ja gut, senkt die Genauigkeit, aber ich denke, wir treffen trotzdem mit der Aquavelle. Mal schauen. Jo, jo, One-Shot. Ciao, Kollege. Ciao, ciao. So, Level 21, das läuft. Hier geht voran. Init plus 3, jawohl. 55er Init, das ist echt geil. Schön schnelles Pokémon hier. Und ihn haben wir auch besiegt. Dann schauen wir mal noch schnell, ob es hier irgendwo noch einen Heiko gibt, der mit uns kämpfen will. Aber ich glaube es bald nicht. Sieht nicht so aus. Ich denke, wir hätten es jetzt geklärt, ja. Ja, ich denke, wir sind fertig. Hier haben wir noch ein Item. Ach, kommen wir wieder nicht ran. Ist hier unten noch irgendjemand? Ja, noch mal ein Item. Ein Hyperball. Nehmen wir natürlich gern mit. Den nehmen wir natürlich gerne mit. Und dann gehen wir im Sauseschritt hier hoch. Schutz wirkt nicht mehr. So, wie kommen wir denn da hin? Geht's hier lang? Müssen wir wieder durchs... Hier geht's ja gar nicht lang. Wie kommen wir denn da hin? What ist hier los? Hätten wir das von irgendeiner anderen Stelle hingemusst? Ja, das, ja, aber deswegen war doch ein normales Item. Wenn ihr wisst, was das ist, schreibt es mal in die Kommentare. Also ich würde es jetzt nicht nochmal holen. Ich gehe da jetzt nicht mal zurück und laufe den ganzen Weg nochmal hier durch das Gras. Wir gehen jetzt heilen. Wenn wir das Relaxo aufwecken, können wir das dann fangen? Oder haut das dann ab? Das wird echt interessant, ja. Das ist jetzt das große Highlight des Parts, ja. Aber vorher kaufen wir nochmal schön Schutz ein, damit wir auch gewappnet sind für die nächsten Abenteuer. Erstmal schön Full Life heilen. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Bevor wir richtig fett auf die Schnauze bekommen. So, jawohl. Wir kaufen. Superschutz können wir jetzt kaufen. Wunderbar. Nee, immer noch nicht. Hey, wir haben noch einen Superschutz bekommen. Was soll das? Ja, so viel brauche ich nicht. 13.000 haben wir, dann machen wir mal 10 Stück von, ja. Warum? Wir haben doch einen gefunden. Oder brauche ich dafür erst den zweiten Orden? Das kann natürlich auch sein. So, ja gut, jetzt schauen wir mal. Die Pokeflöte haben wir im Gepäck. Gehen wir mal Relaxo aufwecken. Da bin ich jetzt echt gespannt. Da bin ich jetzt echt gespannt. Hey Meister, ich habe die Flöte in der Hose. Ah, da seid ihr ja wieder. Sagt bloß, ihr habt es geschafft, die Pokeflöte zu besorgen. Ja, ja, war nicht ganz billig. Wir überreichen ihm die Pokeflöte. Du bist ja der Einzige, der darauf spielen kann, nicht wahr? Es könnte sein, dass es Relaxo wütend wird und uns angreift, wenn wir es aufwecken. Seid ihr bereit? Yes, bin ich. Es fühlt sich gut an, die Flöte wieder in den Händen zu halten. Los geht's. Jawohl, schöne Musik, schöne Flötenmusik. Relaxo hat seine Augen weit aufgerissen, so gut es eben geht. Ah, wir geraten den Kampf mit ihm rein. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht abartig stark, ne? Ah, Level 15. Aber es ist ein cooles Pokémon, das kann man auch als Route, weiß nicht, als Route 7 Encounter nehmen. Oder ist das ein zusätzliches Pokémon? Auf jeden Fall würde ich es mitnehmen. Das ist das erste Pokémon, was wir auf Route 7 begegnet sind, ja? Auf jeden Fall. Ja, Schwächen wäre vielleicht nicht ganz verkehrt. Das ist ja abartig stark, ne? Machen wir mal ein Duplexieb. Schauen wir mal. Yo! Dreimal getroffen. Amnesie. Ist okay, solange du nichts bei mir machst, ist erstmal okay. Spezialverteidigung steigt stark. Juckt mich nicht. Wir greifen physisch an. Wird abgewehrt. Tackle. Wie viel Schaden war das bitte? Der hält ja keinen zweiten Tackle aus, der Schlappohr hier. Alter, was geht denn bei dir, du Rindvieh? Meine Herren, lass uns mal hoffen, dass Amphizel nicht so einstecken muss jetzt. Flecker, ist okay. Ja, der macht viel weniger Schaden.
So, greifen wir. Ja, wir greifen trotzdem nochmal an. Wir gehen nochmal auf eine Aquawelle. Hoffentlich macht die ein bisschen mehr Schaden. Ja, die ist deutlich mehr. War wieder ein Volltreffer hier. Schlecker, er bleibt bei Schlecker. Ich hoffe mal nicht, dass der uns dann richtig hart pisten will. Wenn er mit einem Tackle um die Ecke kommt. Könnten wir aber auch entgegenwirken, indem wir Heuler einsetzen. Ja, vielleicht ist das ganz sinnvoll, ne? Wenn wir erstmal den Angriffswert senken. Ja, jetzt kommt schon ein Tackle, du. Ja. Ich denke, der hätte ordentlich wehgetan ohne minus 1. Jetzt gönnen wir dir gleich mal noch minus 2. Schlecker, wieder. Ist okay. Ich denke, wir können... Ja, paralysiert. Okay, dann gehen wir raus. Hat noch irgendjemand Heuler? Du könntest auch nochmal Heuler haben, oder? Ja, vielleicht gehen wir gleich auf Attacken, ne? Nee, hat er nicht. Noch jemand? Hier, was hast du? Giftpuder. Okay, ist ja auch nicht so ganz so geil jetzt hier. Giftpuder, wir wollen es ja nicht besiegen. Was hast du? Heuler, hier, Heuler. Firebird hat Heuler. Wunderbar, schicken wir den mal noch rein. Nur für den Fall, dass wir das brauchen, Heuler. Wenn nicht, greifen wir einfach weiter an. Schlecker. Kommen wir ab. Der ist okay. Macht kaum Schaden. Oh nein. Nein. Lammkörper wirkt. Und eine Beere hat der auch noch. Und die Verbrennung ist immer noch drin. Okay, wir schwächen nicht. Wir werfen jetzt Bälle in der Hoffnung, dass der Dude im Ball bleibt. Verbrannt ist er ja. Spielt uns in die Karten. Einmal. Zweimal. Dreimal. Natürlich nicht. Ist zu fett für den Ball. Ein Igler. Verteidigung wird erhöht. Okay. So, ist noch okay. Es ist noch im grünen Bereich. Ein paar Runden haben wir noch Zeit. Wir hätten dann auch noch einen Hyperball, den wir können werfen. Für den Fall. Ja, richtig schöner, starker Ball. Aber vielleicht klappt es auch mit einem Pokéball. Wie hier, jawohl, wir haben Relaxo gefangen. Ist, denke ich, ein recht nicer Encounter hier. Wunderbar, wunderbar. So, jetzt gibt es erstmal schön fette Erfahrungspunkte, aber kein Pokémon. Hat ein Level abbekommen. Aber trotzdem richtig nice. Ein Relaxo, aber halt ein weiteres Normal-Pokémon, ne? Es ist erst satt, wenn es über 400 Kilogramm Nahrung am Tag gefressen hat, ist es mit dem Essen fertig, schläft es sofort ein. Dem geben wir natürlich auch nochmal einen Spitznamen. Ich habe jetzt aus Versehen auf OK gedrückt, einfach mit B. Ich war noch gar nicht fertig mit dem Namen. Das werde ich jetzt off-cam ändern. Er soll Promi heißen und dann sind wir für den heutigen Part auch schon fertig. Oder warte, wo kann man die Spitznamen ändern? War das in Vanitea oder war das in der Stadt zuvor? Ich muss mal schauen. Unglaublich, du hast Relaxo gefangen. Wuff, wuff. Hier kommt ein Käufer. Ah, und der holt sich die Flöte wieder. Oh. Das Einzige, was ich mit dieser Pokéflöte machen kann, ist, sie zur Schau zu stellen. Aber du spielst sie ja schon auf ihr, seit du klein warst. Du entlockst ihr wahrlich einen lieblichen Klang. Sieht so aus, als liebe auch mein Käufer auf den Klang dieser Flöte. Aber natürlich nicht so sehr, wie es meine fabelhafte Feuerwerke liebt, das ist klar. Ja, klar. Dein Flötenspiel klang früher irgendwie noch besser, um ehrlich zu sein. Ich überlasse dir die Flöte, am besten übst du also einfach noch mehr. Schöne Geste hier, er darf die Flöte behalten. Und das war's hier. War das eben womöglich ein erster Schritt in Richtung Versöhnung? Wie dem auch sei, ich würde sagen, alles ist gut. Ich frage mich, was wohl jenseits der Brücke liegt, auf der das Relaxo geschlafen hat. Da frage ich mich auch, aber das finden wir im nächsten Part heraus. Ich ändere wie gesagt nochmal den Spitznamen von Relaxo und ihr abonniert am besten den Kanal, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Bis zum nächsten Mal, bis dann und tschüss.